Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen und zwar habe ich mir ein iPad Pro bestellt und den passenden Apple Pencil dazu. Und ich will vorab noch sagen, ich habe das alles von meinem eigenen Geld bezahlt und ich habe sehr, sehr lange darauf gespart. Und ja, das wollte ich nur mal kurz sagen, bevor irgendwelche blöden Kommentare oder so kommen. Und ja, es ist auf jeden Fall angekommen und ich habe das hier. Beides. Also das obere, das ist der Apple Pencil und das unten, das ist das iPad und ich werde das jetzt mal auspacken und ich bin so aufgeregt, weil ich habe so, so lange darauf gewartet und oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt, weil das Problem war halt, bei meinem alten iPad ist leider der Apple Pencil kaputt gegangen und deshalb konnte ich halt auch GoodNotes und alles nicht mehr benutzen, was sehr blöd war. Und ja, jetzt ist mein iPad Pro angekommen und ich werde es jetzt mit euch aufmachen. Ich filme jetzt einfach mal kurz so weiter und ich habe mir gerade eine Schere geholt und ich werde das jetzt erstmal aufmachen und ich finde, so könnt ihr das halt besser sehen, als wenn ich das anders filme. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht so schön aus. So, ich habe es jetzt mal da rausgeholt und oh mein Gott, so sieht die Verpackung aus. Oh mein Gott, das ist so schön und ja, das ist, wie gesagt, das iPad Pro. Und ich werde jetzt noch den Stift dazu auspacken. Ich habe gerade auch den Apple Pencil ausgepackt und so sieht der halt aus und der ist richtig schön vom Design her. Und das iPad habe ich übrigens in der kleineren Version genommen, also mit 11 Zoll, weil das reicht mir, denke ich. Und ich brauche nicht so ein großes und ich werde es jetzt mal auf der Verpackung noch rausholen hier. Und ich bin so aufgeregt, weil ich habe mich so darauf gefreut. Und ich hoffe, ich kann dann wieder gleich GoodNotes benutzen, weil das kann ich dann auch fürs Homeschooling benutzen wieder. Und ja, also hier muss man die Folie abziehen. Oh mein Gott, ich liebe dieses Gefühl. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich es ausgepackt und jetzt schauen wir mal gemeinsam da rein. Ich habe den Deckel jetzt abbekommen und oh mein Gott, das ist das iPad, oh mein Gott. Okay, ich hole es jetzt mal da raus. Oh mein Gott, Leute. Oha, so sieht es aus. Ich habe das in der Farbe Grau genommen, glaube ich. Space Grau, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich ziehe jetzt diese Folie davon noch ab. Kann ich eigentlich. Andere würden das so schön machen, dann komme ich. Egal, ich will es jetzt endlich in der Hand haben. Oh mein Gott, Leute. Das ist eigentlich voll leicht. Oh, das sieht so toll aus. Okay, ich hole jetzt noch den Stift aus der Hülle raus. Okay, so. Oh mein Gott, da liegt der Stift. Und ich habe übrigens auch meinen Namen in den Stift eingravieren lassen. Mal schauen, wie es aussieht, weil das konnte man halt kostenlos bei Apple machen. Oha, das ist voll cute. Da steht Kati. Das ist richtig schön. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil es hat einfach nichts gekostet, Leute. So, ich mache da jetzt auch noch die Verpackung ab. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, das iPad anzuschalten. Oh mein Gott. Ich freue mich so. Yay. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Okay, jetzt ist es angeschaltet. Deutsch. Deutschland. Oh mein Gott. Ey, ich habe so lange kein iPad mehr eingerichtet. Ich hoffe, ich kriege das hin. Oh mein Gott. Hallo. Schnell schon. Ich glaube, ich will gar nichts von meinem iPad übertragen. Weil ich hatte da eigentlich nichts richtig drauf, was ich gebrauchen könnte. Okay, ich muss erstmal mein WLAN verbinden. Okay, das dauert jetzt kurz. Okay, jetzt mache ich einfach weiter. Das mache ich später dann noch. Okay, so, jetzt muss ich mir einen Code machen. Und ich glaube, ich nehme einfach den von meinem Handy. Also ich mache das jetzt kurz. Ich habe jetzt meine Apple-ID bestätigt und ich weiß nicht, was ich jetzt als Nächstes machen muss. Weil ich habe so lange kein iPad oder so mehr eingerichtet. Aber ja, auf jeden Fall, ich finde es richtig schön vom Design her. Und ich melde mich dann wieder, wenn das fertig ist. Ich bin jetzt in dem iPad drin, ich habe alles eingestellt. Und ich wollte halt keine Daten übertragen auf das iPad, weil ich hatte nichts Wichtiges auf meinem alten iPad drauf. Weil ich es, wie gesagt, schon sehr lange nicht mehr richtig benutzt habe. Weil einfach GoodNotes kaputt war und es hat keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe dann nur meine Serie noch weitergeguckt. Und deshalb werde ich mir jetzt halt noch die Apps runterladen, die ich so brauchen werde. Und der Stift funktioniert einfach schon und ich finde das so geil, weil mein alter war so lange kaputt. Und oh mein Gott, das ist so geil, ich liebe das. Und ich habe auch noch eine Panzerglashülle für das iPad bestellt. Die werde ich auch noch gleich mit euch drauf machen. Und eine Hülle hatte ich mir auch schon bestellt. Aber ich lade mir jetzt erstmal die ganzen Apps runter.
Also ich habe hier schon mal die Panzerglashülle und die iPad-Hülle. Und ich muss die jetzt halt noch beide aufpacken. Also die iPad-Hülle, das ist einfach so eine graue hier. Ich dachte, die sieht ein bisschen schön aus, aber egal. Die ist halt so. Und genau, die mache ich jetzt als erstes einmal auf und dann direkt um das iPad drum. Also, ja. So sieht die aus. Die hat auch extra so ein Ding, dass der Stift da nicht abfällt. Also so eins ziemlich praktisch, glaube ich. Das klappt dann so um. Und dann fällt der Stift da halt nicht raus. Und genau. Ich mache die jetzt um das iPad rum. Und ich verlinke die iPad-Hülle euch auch in den Kommentaren, weil die ist echt ziemlich cool. Also wartet, ich zeige euch die nochmal genauer. Und zwar ist die so, die ist komplett flach und das ist halt magnetisch. Und wenn ich das iPad dann da reinlege, dann bleibt es da automatisch so haften. Keine Ahnung, wie man es sagen soll. Und ja, dann kann ich das da oben zumachen. Und ich hole noch schnell den Apple Pencil, weil dann kann ich euch das auch zeigen, wie ich das gemeint habe. Also wenn ihr es nicht verstanden habt, kann... Und ich hole jetzt noch den Apple Pencil und dann zeige ich euch, wie das da funktioniert. Ich habe jetzt hier den Apple Pencil und wenn ich das dann da aufklappe, der bleibt ja automatisch da kleben, haften, keine Ahnung. Also an dem iPad und dann klappe ich es einfach so drüber. Und dann kann ich das auch mit in die Schule nehmen und so und habe keine Angst, dass es da rausfällt. Die Farbe ist okay, also könnte schöner sein, aber irgendwie gab es da nur die Farbe oder schwarz und ich finde grau ist dann doch noch schöner als schwarz. Und das dient ja eh nur als Schutz, also lasse ich die erstmal so. Und genau, dann habe ich noch die Panzerglashülle. Ich hatte mir extra eine matte bestellt. Also die ist halt so matt, weil dann könnte man da besser schreiben. Aber ich habe mir so ein YouTube-Video angeguckt, auch so ein Unboxing. Und da meinte die das halt, dass man damit da besser schreiben könnte. Also muss ich das auch mal ausprobieren, ob das gut ist oder nicht. Ja, ich mache es jetzt erstmal auf. Und ich hasse das Panzerglashülle anzubringen. Ich kann das irgendwie nicht so gut. Also ich hoffe, dass es geht. Ja, so sieht es aus. Und ich filme auch gleich, wie ich das da drauf mache. Und dann muss ich mein iPad halt auch noch einrichten, weil ich habe ja jetzt noch gar nichts eingerichtet. Ich habe mir noch nicht mal alle Apps runtergeladen. Ich glaube, das filme ich dann einfach so im Zeitraffer für euch, damit ihr das alles seht, was ich da runterlade und wie ich das genau einrichte. Aber ich mache jetzt erstmal die Panzerglashülle drauf. So Leute, die Panzerglashülle ist jetzt drauf und ich werde jetzt noch mein iPad richtig einrichten, weil das fehlt mir halt noch. Also ich habe mir noch nicht mal alle Apps runtergeladen und ich will da auch ein paar Widgets dazu machen und alles und ich will es ein bisschen cool einrichten. Deshalb werde ich wahrscheinlich sehr lange dafür brauchen und ich filme es einfach in Zeitraffer für euch mit und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren, wie ihr euer iPad einrichten könnt. Und es dauert bei mir immer so lange, das zu machen. Also ich hoffe, dass es diesmal nicht so lange dauert. Schon mal fast alle Apps runtergeladen, die ich halt brauche, noch nicht alle, aber die wichtigsten halt und ich finde, es sieht eigentlich richtig schön aus und ich bin richtig zufrieden damit und ich bin so, so froh, dass ich jetzt wieder GoodNotes habe. Also ich mache bestimmt bald ein extra GoodNotes-Video dazu. Das ging nur in der letzten Zeit einfach nicht, weil mein anderer Apple Pencil war leider kaputt, also der ist kaputt gegangen, deshalb konnte ich jetzt GoodNotes nicht benutzen für eine richtig lange Zeit. Und ich merke schon, dass ich es nicht mehr so gut kann. Also ich habe irgendwie das voll verlernt, wie ich damit schreiben muss und alles. Also ich werde das jetzt noch ein bisschen üben. Und dann mache ich halt bald ein Video dazu, weil mich hatten einfach so, so, so viele gefragt, ob ich das machen kann. Und das mache ich natürlich gerne. Und ich bin richtig zufrieden bis jetzt mit dem iPad. Ich habe auch schon die Kamera ausprobiert und die hat so eine gute Qualität. Und ich bin so froh, dass es jetzt endlich da ist, weil ich habe echt lange darauf gewartet. Und ja, oh mein Gott, ich bin so happy jetzt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem iPad habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Ich versuche alle zu beantworten. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich weiß nicht, wie lang das geworden ist. Vielleicht ist es etwas kürzer geworden. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und dass ich euch damit vielleicht auch weiterhelfen konnte oder euch inspirieren konnte. Und genau, also ich habe das mit den Widgets jetzt nur auf dieser Seite da gemacht, weil es ging irgendwie nicht anders. Und ja, dann würde ich an dieser Stelle auch das Video beenden. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Put your head on.